Ist jetzt meine Meinung. Das würde ja eh übelst lange dauern, immer da. Ach, um Gottes Willen, nee, da. Das mal was wird. War man danach in der normalen Welt oder war man ja, danach? Ja, dann bist du wieder in der Welt. Aber ist wieder alles wie vorher, also alles noch aufgebaut oder ist das alles weg? Ist eigentlich also, alles noch aufgebaut. Okay. Also Kohle nehme ich trotzdem mit, auch wenn wir sie jetzt nie so brauchen, aber... Ja, Kohle ist immer gut. Ja, denke ich auch. Ich mach mal genau nichts für Eisen. Euch. Eisen ist ganz wichtig, da haben wir nicht mal allzu viel davon. Stimmt, wir hatten bloß nur 50 oder sowas. Ja, ein Stack war noch und davon habe ich jetzt ein bisschen was einstecken noch. Alles nie so leicht. Alles gar nie so einfach. Nee, nicht wirklich. So, was haben wir hier? Hier ist Erde. Erde hat ganz viele verschiedene Bakterien. Ja, das ist so. Ja. Und nur so können wir auch überleben. Deswegen verstehe ich immer dieses extreme Desinfektionszeug überhaupt nicht. Ja, die Babys sterilisiert. Steril irgendwo halten, damit sie ja kein Immunsystem aufbauen können. Naja, gut. Gibt da dies und das. Also gewisse Dinge müssen steril gehalten werden bei Babys. Was genau? Ja, ich gebe dir schon irgendwo recht, aber was? Du kannst nicht alles dreckig haben, wenn du jetzt hier... na, steril ist es nicht direkt, aber... Eigentlich, wenn du... Jetzt fällt mir nicht richtig ein. Zum Beispiel das ganze Zeug, woran sie rumknappern am Anfang und so weiter, das sollte nicht unbedingt so übelst dreckig sein. Also es ist schon immer oft gewaschen, also sauber gemacht worden sein und ja. Oh, das kann ich schon nachvollziehen, aber ganz ehrlich, wer seine Kinder auf so ein Plastikzeug, Gummizeug rumkauen lässt, der gibt's ist auch ja nicht besser. No? Aber ne. keiner weiß doch, was wirklich drin ist. Da sind wir wieder beim Thema Plastik angekommen. Ja, aber was willst du denn sonst machen? Na, früher haben die Kinder, die Babys in der Stelle auf Holz rumgebissen. Ja, gebt mal ein Stück Holz hin. Ja. Na, worauf haben sie denn früher rumgebissen? Weiß ich nicht. Wenn früher gab's Stein. Na, auf Stein werden sie kaum rumgebissen haben. Und das war alles nie sehr steril. Und die leben ja, heute noch. Ja, muss jetzt aber auch überlegen, wie lange früher die Lebenserwartung war. Ja, bin mir aber nicht sicher, ob das was damit zu tun hat oder eher damit, dass man Mammuts gejagt hat. Und, ja, oder überleg dir mal, wie hoch die Kindersterblichkeitsrate noch früher war. Na, da minus 5. So muss er halt. Du darfst das ja nicht zu sehr mit dem Ehen vergleichen. Tja. Hm? Aber die es überlebt haben, die leben. Haben gelebt. Ja, die haben es halt überlebt. Das war aber auf jeden Fall weniger als heutzutage. Ja, aber zum Beispiel, wenn, stell dir mal vor, die würden im Krankenhaus nicht steril. Ja, gut, das hat's ist jetzt, schon. Das hat es jetzt nicht gesagt, so in dem Sinne, aber das war jetzt mein erster Gedanke. Jo. Ist halt wirklich teilweise, man kann es teilweise übertreiben. Genau. Das meinst du denn nicht mehr damit? Naja, natürlich. Man muss ja nicht alles übertreiben. Theoretisch müsstest du dein Baby irgendwo ablegen, wo kein WLAN ist, wo nichts ist einfach. Weil das ist ja auch Strahlung. Ja, stimmt. Das, ja. Wo sie auch noch nicht wissen, ob das nun schädlich ist. Ja, das wissen wir noch nicht. Muss ja, ich sagen, also ich denke mal, ein gewissen Maße zu jung. Im gewissen Maße. Ja, und dafür ist es halt gehen. Noch zu jung. Ja, gut, es gibt auch schon ganz paar Jährchen, Funk und alles Mögliche, also. Ja, aber ich glaube, diese Langzeitstudien und so, die gehen da über Jahrzehnte. Über lange Zeit? Ja. Ja, Da. Oh, jetzt habe ich wieder Kohle. Komm mir nie voran, finde ich immer wieder Kohle. Hey, ne Güte. Ich kann bald mal wieder was verzaubern oder sowas, weil. Level 20 ist gar nicht mal so schlecht.
Löffel 9. Löffel 20, was gibt's denn maximal Löffel? Nee, also vielleicht 99, aber sonst. Oder 101? Ja. Oder 102? Na, warum? Das gibt's komischerweise fast nie irgendwie solche Zahlen. Na, aber 99 so. ist die höchste zweistellige Zahl. Ja. Siehste? Aber ich weiß es nie, wie weit Minecraft da geht. Da weiß ich gerade nie, wie die das programmiert haben. Müssen wir ausprobieren. Da muss ich mal anrufen und oder im Quelltext mal nachgucken. Oder einfach ausprobieren. Oder einfach ausprobieren. Ohne Cheaten. Ja. Bist du zwar eine ganze Weile beschäftigt, aber... Ja, wenn du einen Riesenkohleflöz finden würdest, dann wäre das schon okay. Ich wünsche dir viel Spaß. So, ich baue hier mal weiter. Irgendwann müsste ich ja mal meinen Gang hier treffen. Ah, ist das schön hier. Jupp, da ist er. Ich habe Eisen. Und zurück. Eisen und zurück. Eisen und zurück. Ja, der Creeper von den fand ich echt nett. Der hat uns erst mal gegrüßt in seiner super Höhle also. Hier. Ja. Ist aber niemand zu Schaden gekommen. Fast. Ich habe ein bisschen Herzen verloren. Naja gut, ist mir egal. Ja, wusste ich. Ja, eben. Ja. Darum wollte ich es bloß mal erwähnen, damit ich die Zuschauer auf meine Seite bekomme. Ja, wie immer halt deine Zuschauer-Pussy-Bonus wieder sammeln. Genau. Das wusste ich. Ja, das ist doch immer so. Natürlich, das machst du ja schon seit Jahren. Wurde mir zumindest so eingeredet. Seit 1816. Ja, genau. Ja. Seitdem du mir auch eingeredet hast, dass ich immer schön bei Iron Zeit hinauszögere. Bei Iron, ja? Ja, mhm. Hast du mal, wo wir zusammen aufgenommen haben, gesagt, dass ja, jetzt zögere wieder schön alles hinaus und so. Naja, klar. Seitdem entschuldige ich mich, glaube ich, laufend in der Aufnahme, wenn ich mit irgendwelchen Kleinigkeiten länger beschäftige. Ja, ist ja auch richtig so. Da habe ich nämlich an die Zuschauer gedacht, wisst ihr, dass die mal einen Bonus. Ja, habe ich es einfach mal an unsere netten Zuschauer gedacht. Dass es denen nie wieder zu langweilig wird. Ja, Schleimrute. Ich schleime nie. Ich sag einfach nur, was ich damit vorhatte. Ach so. Und wenn du das nie verkraftest, wie mein Problem. Man weiß es nicht. Das ist nicht so viel Erde. Du hattest jetzt nur Eisen, oder? Habe ich noch. Das ist schön. Warum? Weil meine Spitzhacke ist gleich wieder kaputt. Puh, ich habe noch so viele einstecken. Das ist schön. Aber das heißt nie, dass du nicht kriegst. Das ist nicht schön. Dumm ist, ich habe kaum noch. Das Einzige, was ich nie dran gedacht habe, ein bisschen mehr ein paar Schaufeln zu machen. Aber es geht doch ohne Schaufeln zur Not. Schaufeln hätte ich wieder welche. Nö, sehe ich nie ein. Gut, dann nicht. Nur eine Spitze hat echt viel mehr Wert als eine Schaufel. Ja, ist sie ja auch. Hat viel mehr Rohstoffe. Verbrauchst. Ja. Tja. Musst du dann zu mir kommen? Ich weiß nicht, wo du bist. Einfach den Namen suchen. Sehe ich nicht. Ja, muss man die Augen öffnen. Geht nicht. Ja, dann Bildschirm halt ist nicht. Aus. Ach so. Na, ich spiele ja mit Lenkrad. Du? Ach so? Ja. Deswegen lenke ich hier hin und her und hin und her. Ja, ah. So mache ich das. Bist du? Ja. Was willst du denn? Da ist eine Schaufel. Sehe keine. Da. Wo? Jetzt hast du aufgesungen. Was? Nee. Ja, warte. Mach mir bloß noch was fertig und dann. Wo bist du? Bist du da? Bist du ja. Da? Sehr schön. So. Danke. Gerne, gerne. Nee, also mit den Babys nochmal kurz vorhin. Ich meine ja jetzt Uni, dass du die im Dreck aufziehen musst. So meine ich das ja nicht. Aber manches ist dann einfach auch ja, übertrieben, man wo du sagst, boah. Man sollte sie halt... Irgendwo müssen sie auch mal ihr Immunsystem herkriegen. Ja, ich halt mal, wenn sie im Sandkasten spielen und nehmen halt mal ein bisschen Sand im Mund oder sowas. Das ist dann ist halt ja. Sowas. Meine Güte, dann was? Essen sie halt mal ein bisschen Hundekot. Was soll's?
aber eigentlich muss es. Eigentlich müssen also, sie Hundekot essen. Willst du damit sagen? Ja, das wollte ich genau. Super. Also das hätte ich jetzt nie von dir gedacht, dass du das willst. Wer weiß, wie viel du gegessen hast früher davon? Hundekot weiß ich doch nicht. Also ich da hab, kann ich gar nicht von überzeugen reden. Ich habe bloß einen Regenwurm gegessen. Ja, ich Ameisen. Ne, Ameisen, nee, das, nee. Ach ne, ja, brennt halt ein bisschen, aber was soll's. Ja, tun diese kleinen Ameisen eigentlich pinkeln? Also diese Ameisen... Oder nur die Waldameisen, das weiß ich jetzt auch nie genau. Weil wir hatten es letztes Mal probiert, beim Fahrsicherheitstraining... Ameisen zum Pinkeln zu bringen. Ja, und da waren aber bloß diese kleinen. Und die haben es nicht gemacht. Ich glaube, das sind diese... Wenn, dann machen die das doch bloß um ihr Nest rum, um es zu verteidigen, oder? Wenn sie jetzt irgendwie auf Pirsch sind, glaube ich, dann ist die so dran. Na, das nervt gut, diese Normalameisen kommen ja überall aus der Wiese raus. Naja, gibt es Waldameisen? Jetzt weiß ich nicht, was du unter normalen Ameisen zählst. Die ganz kleinen, die du, die manche auch auf immer in der Wohnung drin haben und so weiter. Ach so? Hast du Ameisen in der Wohnung? Nee, ich nicht. Aber Eltern hatten das mal. Da ja, sind gut. Das sind wenn's die Ameisen im Erdgeschoss, reingekommen. Ja, im Erdgeschoss kann das mal passieren, das stimmt. Aber das da gilt ja... Ja, entweder du nimmst dieses Ameisen-Tötolin. Ach Quatsch, da brauchst du doch keine Chemie. Oder du wartest einfach mal nach ein paar Tagen, hauen die automatisch wieder ab. Ich würde einfach Backpulver auf der Straße ausstreuen. Die platzen. Ach, da platzen dann. Die ja schön. No? So muss man das machen. Oder man wartet einfach eine Weile, dann geht die automatisch weg. Backpulver. Keine Chemie, nur Backpulver. Wir hatten glaube ich, einfach hier die Silikonabdichtung von den Fenstern nachgezogen, dann waren sie auch weg. Oh, geht auch. Weil da war ein kleines Loch mit den Jahren reingekommen und da sind die dann durch. Oder haben sie sich reingefressen, weiß ich nicht. Fressen die sich aber nie durch sowas, glaube ich. Das ich sind weiß ja nur nicht. Plattfresser und so. Ja, seitdem ihr habt alles mit Blättern abgedichtet. Ja, mit was jetzt sehr wahrscheinlich klingt. Mit Blattsilikon haben wir das gemacht. Mit Blattsilikon? Das ist eine Silikonart, die nur aus Blättern gewonnen aus wird. Aus Bambus. Nee, aus Ahorn. Ah, naja, stimmt. Haben wir ja hier in Deutschland viel. Ja. Echtes deutsches Ahorn. Wer kennt's nicht? Ach, Ahornbäume doch, gibt's schon häufig. Ja. Ja. Aber und auch die deutsche Eiche ist bekannter. Bekannter, aber weiß nicht, ob sie überhaupt noch so häufig gibt. Weiß ich auch nie. So eine richtig klassische deutsche Eiche, die ist ja über 100 Jahre alt. Him, ich glaube, daher, dass unser Land noch nie mal 100 Jahre alt ist. Naja, gut, aber. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, das Land an sich nicht, aber das Volk. Die Germanen. Ja, ich weiß doch nicht, ob wir... Ja, wir müssten die Germanen abstammen, ne? So ein wildes... Waren wir ja früher so ein wildes Völkchen. Ein wildes Völkchen. Wir sind von den Angelsachsen. Nee, Angelsachsen sind ja hoch nach Großbritannien. Nee, die kommen von da. Nee. Oder gehen sie hoch? Ja, die stimmt, sind, das kann die sein. Die sind hochgegangen. Der Mond das ist heißt, hochgegangen. Das heißt, die ganzen Engländer sind eigentlich von uns Sachsen abstammend. Also die können uns genau, die ganzen Engländer wiederum sind ja auch Sachsen. In die USA und da sind die ja auch Sachsen. Und, ne? Und ja, und die Deutschen ja auch teilweise. Wie wir? Ja, aber ich glaube, es sind doch einige rüber in die USA damals. Das war doch hier so, erfüllt einen riesen Lebenstraum. Ja, natürlich. Gerade auch die, die Leute, die flüchten mussten damals, sind ja auch rüber. Ja. Und teilweise nie wiedergekommen, also ist ja logisch.